Guten Morgen, Kota Kinabalu. Heute bin ich ziemlich früh aufgestanden. Um 8.30 Uhr fährt das erste Boot nach Babi. So, jetzt bin ich angekommen dorthin. Dort ist das Fährterminal. Und von dort aus kostet eine Überfahrt 23 Ringgit plus 7 Ringgit fürs Terminal und dann nochmal 20 Ringgit für den Nationalpark. So, das ist die Halle, wo man ein Ticket sich kaufen kann. Und da kann man sich einen Schalter aussuchen. Und da ich keinen einzigen Anbieter kenne, habe ich mir einfach irgendeinen ausgesucht, der leer war. Und jetzt soll ich hier rechts rumgehen zum Bootterminal, wo steht Sunny Rainbow. Also die letzte Rückfahrt ist meine sozusagen. Eigentlich sollte es ab 15 Uhr regnen, aber was soll's. Die letzte Rückfahrt, 16 Uhr. So, jetzt soll ich mich hierher setzen und warten. Und keiner hat gemerkt, dass ich keine Schwimmweste anhabe. Aber ich latsche nicht noch mal zurück. Was seht ihr? Ich mit Da sind doch glatt zwei Chinesinnen auf dem Boot nass geworden. Na dann war was los. Die haben mein Gesicht gezogen. So. Angekommen. War nicht ganz so spannend wie gestern die Fahrt. Eher langsam. So, hier sieht es schon mal gut aus. Jetzt muss ich noch Eintritt für den Nationalpark bezahlen. Und dann wollte ich eigentlich noch gucken, ob ich irgendwo eine Schnorchelmaske kriege. Also eine Taucherbrille. Das Coole ist, schaut mal, wie leer das jetzt hier ist. Und dann zeige ich es euch nochmal auf dem Rückweg. So, hier kann man erstmal schon mal eine Taucherbrille ausborgen. Das mache ich jetzt auch. Hier kann ich Schnorchel und Maske ausleihen, muss 40 Ringgit Deposit bezahlen. Kriege ich dann zurück. Und zwar bin ich jetzt hier und will diesen Trekkingpfad. Diese Shelter sind immer so Picknickplätze. Ich will diesen Trekkingpfad mal laufen. Das ist ein Rundweg und der wird kürzer sein als gestern, da die Insel viel kleiner ist. Also der Eingang vom Trekkingpfad sieht ja schon mal ganz spannend aus. Ich hoffe, dass meine Flipflops das noch aushalten, weil ich habe mir noch keine neuen geholt, weil ich meine so sehr liebe. Dort sitzt ein riesiger Schmetterling am Baum. Der hat eine Spannweite von ca. 10 cm. So, hier bleibe ich jetzt erstmal und gehe jetzt hier schnorcheln. Dort hinten sind Taucher, scheint wohl eine gute Schnorchel-Location zu sein.
Irgendwer Schlaues hat hier eine Hängematte angebaut. Bye bye, schöner Strand. Vielleicht komme ich morgen wieder. Gucken, ob ich hier wieder den Ausgang finde. Irgendwo bin ich ja hierher gekommen. Meeresberauschung. Hier hat einer was gebaut. Und noch einen Sonnenhut dagelassen. So, ich glaube, hier ist ein Ausgang gewesen, oder? Nee. Nee, nee. Also, ich versuche es mal hier. Das sieht ein bisschen aus wie ein Weg nach oben, oder? Weiß nicht mehr, wo ich hergekommen bin. Also, es sieht immer aus wie ein Weg hier. Aber soll man hier so klettern müssen? Oh, ich habe jedes Mal Angst, wenn ich hier was anfasse, dass jetzt ein Skorpion rausgekrabbelt kommt oder irgendwas. Der frisst mich. Der hat mich angegriffen. Oh. Geh mal aus dem Weg. Oh, ich zitter total. Der wollte mich angreifen. Dir nichts, kleiner Affe. Man soll nicht die Affen füttern. Aber was soll man tun, wenn die Affen das Futter klauen? Die Affen kämpfen. Ach, die vorne, die jetzt hochklettert, die hat ein Junges dabei. Also diese Insel hier ist mehr rund, die Insel Manukan, wo ich gestern war, die ist mehr länglich. Und diese Insel hier hat im Inneren den perfekten Regenwald, glaube ich, wo niemand hinkommt. Toll. Oh je, jetzt geht's hier steil bergab. Ich hoffe nicht, dass ich dann nachher wieder hier hoch muss, weil es ist so heiß. Mir läuft der Schweiß wieder mal sonst wohin. Wollte ich mich gerade hier an diesem Ding festhalten, weil es zu steil bergab geht? Da sitzt da was. Oh, wer wohnt denn hier? Niemand zu sehen. Aber große Löcher. Schläft noch. Guck doch mal hier durch. Schön, oder? Da drüben, das ist die Insel Gaia. Ich habe die Zipline gefunden.
Aber hier ist jetzt gerade kein Mensch. Ich weiß nicht, ob das offen oder zu ist. Ich gehe einfach mal runter. Hier ist die Zipline von Gaya nach Sapi, aber hier ist niemand. Schade. So, da steht es auch noch mal dran. Das ist die weltweit längste Insel-zu-Insel-Zipline. Die ist 200 Meter lang. Aber scheint zuzuhaben. Niemand da. Gut, dann gehe ich jetzt weiter an den schönen wilden Strand, den ich dort gesehen habe. Wow. Viewpoint Area. Na dann, lass uns mal schauen. Also hier gibt es nur Verbote. Also keine Drohnen fliegen, sich nicht nackt zeigen, nicht die Fische füttern, Achtung im tiefen Wasser. Jetzt kommen wieder die ganzen Boote, ihre Leute abholen. Und heute habe ich auch ein Ticket und werde gleich abgeholt. Morgen komme ich bestimmt wieder, Sapi Island. Das hat mir hier gut gefallen heute. Bis auf den Müll.